So schön hier zu sein. Amen. Jesus will von dir wohnen, der Herr Jesus hier, und er will von dir zu dir reden. Der Sohn hat keine Kraft im Namen Jesus Christus und Heimat hier fort. Heimat hier weich, und Jesus wird verherrlicht, war bloß Jesus. Ich mache hier ein Bild, Wiese. Das sind wir aus Familie. Das ist ein Wunder Gottes, dass das Bild existiert jetzt, dass wir eine Familie sind. Luther war ja dort Peter verstorben. Timotheo und Liam sind unsere zwei wunderschmacke Jungs, die Gott an sie gegeben haben. Ich will ein Gruß geben für Nied Leben Kirk, dort in Bolivia, auch wenn ich ein paar Sekunden habe. So, ich vermisse ihn auch, ich sehe ihn sehr gut. Und weil auch ein Gruß geben an Andrei Sastien Kirk von Brasil, das ist eine Kirk, mit der wir taub Schafe tun. Dankeschön auch für Ehre und Erstattung. Dankeschön für Arno. So, da haben wir dann nicht zu Sie geriemt. Römer 8, Vers 36, sage ich, wem der Sehn freimerkt, der ist wahrhaftig frei. Wem Jesus Christus freimerkt, der ist wirklich frei. Kostet dort Glaube. Amen. Wenn du dort nicht Glaube kostet, dann hier hast du ein Zeichnis. Jesus hat mich wahrhaftig freimerkt. Ich soll von dir irgendwo in manche Sünder-Seite, ich soll irgendwo manche Gays und Lesbien-Seite, irgendwo du, wo die Homosexuellen in so einer Bar sich trafen, und soll mit Erntop sein. Dort wir so tun sie einen Plan. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan mit mir, und ich sehe ihm dankbar dafür. Ich habe große Wunder durch mich getan. Ich war in einem wundervollen Heimat. Meine Eltern, dort wir in einer Kolonie in Paraguay, meine Eltern haben mich einmal zur Kirche gebracht. Meine Eltern wären Diakonen in der Kirche und dort wir sind Gemeinde dort. Meine Eltern dienen Gott von heute Jahren. Wir wären eine große Familie, aber so ist in jeder Familie, wir auch in unserer Familie, gewisse Troubles. Aber sie machen Fehler. Ein Fehler von den Fehlern, die sie machen, wäre gar nicht, dass sie die Wille machen, sondern die wäre irgendwo passiert. Wenn wir eine große Familie wären, wäre durch den letzten Strieb alles plus Junges. Und ich, wie man der Strieb Junges. Und meine Mutter wünscht sich, du tät, aber wir auch einmal ein Mädchen. Und das mögt, dort Sachen in mir vielleicht abweichen, die du nicht sollen. Und ohne, wo du Taudreo deid, und der Sotan wurden Teil Sachen, weil alle Brücke für so eine Sache, wie dort aus einem 7-jährigen Jungen, ward ich all in sexuelle Dinge näher rete. Und dann ward er überhaupt meine Wache donen, dort ich die Wille donen. Und dort möchte mich nur herfeilen, ich sei schuldig, dass ich dort gedohne habe. Und ich bin auch schuldig, aber die Sache ist, dass wir in sexueller Missbrauch. Große Jungs tragen meine Sachen an, in Selbstbefriedigung von sehr jung an. Sie weisen mir alle hundert Dinge an, die ich gar nicht verstehen und begreifen soll, und so kartet alle. Das weigt in mir, was ab einen sexuellen Hunger, was unkontrolliert wird von jung ab, dass ich die Welt sehr gerieß sein darf. Sehr gerät sexuell, sexuellisch gerät. Und das dort was ich dann ab, wieder, wäre glücklich, ich wäre betiert, ich habe Jesus angenommen von jung ab, aber er so tun, er fängt an zu mir zu reden. Als ich so 12, 13 Jahre alt war, ab einmal fang ich selbst, dort ich sehr deep in der Selbstbefriedigung, in der Masturbation, Masturbation, wo immer ihr dort seid, dort ich sehr deep nein, voller Deid, und dort von mir los, da wir, wo ich dachte, mein Leben lang, wo ich nicht davon frei komme. Und dann, in den Jahren, kommen du ganz stelle, ganz einfache Lehnisse in mir nennen. Ein von den Lehnissen wie, die Hand, die missbrückt, du bist nun mit Junges top gewesen, und so wird dort blieben. Du wirst dich nicht befreien, und du wirst du bist ein Homosexual, du bist ein Gay. Und dort wir nicht, dass dort Wahrheit wie so, bah, der Sotan kommt noch nie, sondern dort wir ganz schnell waren mir dort eingeredet. Das ist, wer du bist. Ich würde sagen, wie dort Leute, wer Gott sagt, wer wir wären. Das wir nicht, wer Gott sieht, wer ich wir. Und ich fange dort an, langsam an zu glauben. Das wir so schnell und natural, ich fange dort an, Fuß zu nehmen, das wird wirklich zu sein. Und wirklich, das passiert. Ich wir 13, 14, und alle meine besten Freunde verleibte sich alle in der Mail. Ich weiß, der ein Freund, er stund klagt weiter nach ab und nimmt ganz im Verstärkenden seine Mann erfunden und fand die Mail ab. Und nur am nächsten Tag kommt er an mir und sagt, weißt du was,
von Klagt, Wäubert, Klagt, Feier. Danach habe ich mit dem Mehl geredet. Und jetzt so schön mit mir alles reden. Und die sollten sagen, ja, da ja, du nicht. Die wollen eine Mehl kriegen, du wirst keine kriegen. Du bist fast, hei es frei. Ich weiß, wo ich noch ein Kampament dafür. Und ich will frei werden. Und ich will nur alle Camps, nur alle Städte, nur alle Conferences, wo ich hinfahren kann, dort irgendwann er wird mir dort rütgebarscht, oder rütgebet werden, dort ich mal wird frei sein. Aber dort scheint sich so alles halt nicht. Ich weiß, das ist ein Sinn, mit wo ich lebe da. Mir deutet auch leid, aber ich weiß nicht, wo ich von weich kommen kann. Ist das wirklich ein Sinn? Ich will nicht viel Zeit nehmen, aber ich will einen Bibeltext lesen. Aber weiß ich nicht, dass die Eierrechte dort Gottes Recht nicht oben waren. Die Eierrechte waren dort nicht oben. Lass euch nicht anbellen. Menschen, die in Anzucht trieben, die Jatta anbeten, die Eier brechen, Männer, die mit Jungs oder andere Männer geschlechtlich taub kommen, entstehlen, jitzig sind, trinken, spotten, in Menschen überfallen, waren dort Gottes Reich nicht oben. Männer, die mit Männer taub schlopen, Früheste mit Früheste taub schlopen, die waren dort Gottes Reich nicht oben. Hey, du hast bloß Hut gegen mich, sagen sie mir dann. Ich liebe dich. Jung, Mehl, Frühmond, ich liebe dich. Aber das ist, was die Bibel sagt. In der Salze Gott, was das Wort sagt, er liebt dich auch. Ab einer leibenden Weich sage ich das als euch. Ich habe aber was Betret gemalt. Ich habe was Betret ausgefangen für dich in das, was du in Leben sollst. Ich lasse bloß bei hier, alles in der Teig zusammen. Für den ist das Gottes Reich nicht. Und ich vergaß die Bibel wieder zu lesen. Wir brauchen bloß den nächsten Vers lesen, wie haben die Antwort so klar aus Wotter. In Sonne sind von Jünd gewasst. Söhne, die stehlen, die mit anderen Homosexuellen, Söhne, die Hochmut haben, Söhne, die Pornografie haben, Söhne sind von Jünd gewasst. Das ist sehr wichtig, dass das Wort in der Vergangenheit ist. Dort ist gewasst. Dort ist aber nun nicht mehr so. Ich sehe auch einer von denen, wo das Wort allrechtlich ist. Dort ist gewasst. Aber dort ist nicht mehr. Und das ist, was dort eben anzeigt. Aber nun sind die reingewaschen, die sind geheiligt, die sind gereicht. Die werden durch den Nomen von unserem Herrn Jesus Christus und durch den Jes von unserem Gott. Bist du all gereicht gemerkt? Bist du all geheiligt gemerkt? Bist du all frei gemerkt? Ist das Wort gewahrt, auch all über dein Leben gesprochen, dass das all vergonnen hat? Wenn es noch nicht ist, dann freue ich Gott von dir, dass das von dir so wahr wird. Amen. So, ich war's ab, wir hier ein Teenager, wir ein junger Jugendlicher. Ich dachte, mit mir würde es nicht wahr. Ich komme zu dort in die Jugend an, ganz versklavt, ohne Selbstbefriedigung. Wir haben auch mit Freunden Pornografie gecheckt und so wieder. Meine Gedanken wären schrecklich. Und ich lebe es dort in die Jugend an. Wie wir 16, 17 Jahre jung sind, ich hatte gute Freunde. Und ein, was ich vielleicht noch sagen soll, fair dort ich in die Jugend ankomme, dann habe ich auch diese Sache getrieben mit anderen Jungs. Als ich ein bisschen geraten bin, als ich 14, 13 bin. Wir treiben alle unter Sachen, die mir nicht sollen. Und nun komme ich bei der Jugend an und irgendwo, ich habe gute Freunde und ich sage Gott dankbar dafür. Ich tue nicht mehr diese Sache, aber in meinem Kopf direkt nach rein alles kriegst es einmal euer. So würde ich das mal sagen. Und nun sehe ich hier, aus 18 Jahre jung, in all meine Freunde gelegt hat. Die fahren nur die Jugendstunden und sind das so, was die Jugendstunden vier sind mehr alles nach Hause. Und Montag in der Schule redet wie: Weißt du, gestern, der eine, der Schmacke, der Däne, der Jane, der Kreuzheuer, dort ging es schon. Und ich wie immer der Stahler. Ich wie immer ein Mensch, der redet, aber in der Minute ging mir das Schlag. Und die Sotern sagt: Check, hier ist es. Irgendwann fangen sich meine Freunde an zu befreien. Und ich wie noch einmal allein. Ich fuhr nur das Bibelschule und ich dachte, Bibelschule, gewiss. 5 Jahre Bibelschule, das war alles aus mir ausbarste in Rheinfeier, wo du geriesert hast, ich will nun frei sein. Ich liebe Bibelschule ist gut für mich gewiss, aber dort eine, habe ich nicht getan. Habe keine
gay, kein homosexuelle Gedanke in mein Leben gefecht. Keine. Aber ich hatte ein großer Trost. Ich hatte wunderbare Freunde, wem ich vertrauen kann. Und ich sage, das Wort vertrauen, wenn das sehr wichtig ist. Für so einen Menschen aus mir. Ich sehe niemals eingewartet, dass einer das wieder gesagt hat, was ich am Mädchen geteilt habe. Niemals. Und das ist sehr wichtig. Wenn Jugend, wenn einer Freund in der Zeit kommt, oder hier in einer Lied, wenn ihr so ein Trafer habt, please, vertrauen. Das ist wichtig. Überhaupt, wenn ich jemand dort würde sagen, ich bete Monate dafür, wem ich Wort würde sagen. So Angst habe ich. Und wenn er deutlich sogar mein Vater dort mit. Und ich sehe mein Vater, du kannst mir nicht sagen. Ich habe diese Sonne noch niemals gefragt, aber ich frage dich das einmal. Für ein paar Monate muss ich still bleiben für Mama, wenn Mama es nicht reut für diese Wahrheit. Ich habe bitte zu beten. Und heute, ich bete mit mir zu. Ein paar Monate habe ich ihr vertraut, so viel wir wie können. Bei eines Tages, wie sogar Mama dort vertraut hat. Mama will bloß heilen. Aber ich sage, Mama, Gott wird mich frei machen. Vertraue auf Gott. Wir werden einfach nur fährweich können. Und meine Eltern in der Stadt mir. Das ist so, wie ich in der Bibel schaue. Und ich sage, und hier, wo alle, wenn ihr predigt wart, dort ihr live, dort ist eine Entscheidung. Und ich dachte so, oh, ich kann hier, ja, ich sehe, ich habe ein Mess, was ich hier habe. Der Leib ist eine Entscheidung. Und ich sehe mir so, okay, ich schicke mir an in meine Bibelschule, ich lege die Uhr an eine Mail, das ist eine Schmacke, der ist eine Ältere, der versteht sehr viele Sachen, Gott zu tun, was mir gefallen, und das könnte eine Früh für mich sein. Und ich sehe mich so, ich war mir in der Verleibe und dort war ich Ich war dort im Schaufelmärkel. Und ich versuche. Ich sehe der dort, dass ich will mir in der Verleibe, ich will ein bisschen kennenlernen. Und weißt du was? Ich verleibe mich in der. Aber dort wie man klein stellt sich in der Leibe, weniger und weniger und weniger. Und auf einmal wüsste ich nicht mehr, soll ich noch, Gott, was willst du von mir haben? Aber ich sehe noch, ich gehe fährerweich, ich habe mich entschädigt. Und dann trage ich nach Kanada, meine Bibelschule wird zu eng, trage für 2 Jahre nach Kanada. Und als ich in Kanada auf der Arbeit stehe, ein Tag von einem Haus komme, kriege ich einen Brief, eine E-Mail, und der sagt, wenn es diesen Grund, wo ich dich nicht verlote. Ich finde einen Park, und ich will heilen, und ich wie hat so einen Stein in der Hort, ich kann nicht heilen. Kann ich mal heilen, ich will um eng. Und ich weiß nicht, Gott, wenn das nicht geschafft hat, dann schafft wirklich nicht, und ich will mein Leben weichschmieden. Ich dachte so, Gott, du hast deine Tiet gehört, nun wollen wir das mal weichschmieden. Und ich lebe so ein kleines Stück wieder, bett ich auf eine Situation, sagte ich, in meiner Spazierstube, allein in dort Haus, wo ich wohne, mit einem Laptop auf meiner Schulter. Und dort will was schreiben, was ich weiß, ich nicht soll. Und dort will den Namen schreiben. Und dort will, und ich dachte, ich kann das nicht anfangen, ich kann das nicht anfangen, ich kann das nicht anfangen. Bad ich bloß dein. Ich schreibe dir wieder an, nur was mein Fleisch säge dein. Pornografie. Ich habe ihn auf Verstallen. 10 Minuten lauter, wie ich so deib in der Pornografie bin, dort ich jahrelang gelebt habe. Und dort ich kein Weich durch die Sache. Ich dachte, ich hätte nicht mal dort einer hier von frei werden können. Und ich beten, ich fasten, ich tät alles. Am dort vielleicht 2, 3 Tage auf Verhalle dein. Nächstes Mal hält es 5 Tage für, nächstes Mal eine Weg. Aber einmal hält es 3 Wege für, und ich dachte, nun habe ich das geschafft. Und ich fand, so deib ist noch niemals euer. Ich bin ein Christ, ich habe Freunde, ich habe Menschen an mir, aber ich will mich nicht von der Rede, ich will allein mit meiner Schande. Mir ging es bitterlich schlecht. Ich trage ein Haus in Paraguay, trage nur meine Eltern, sag nur eine Arbeit steht. Und ein Freund kam zu mir und sagte, Gott hat dich in Bolivien gerufen. Und du wirst nicht euer Frieden haben, euer die Gottesstimme gehorcht ist. Ich dachte, was schnackt die, was weißt du die zu sein? Ich will weiter, wo Gott mich anrufen hat. Wenn es das Elend nicht braucht, ruft Gott nicht auf eine Mission ab. Schau mal. So ein Mensch ist mir, mit so einem Gedanken, so einem riesigen Gedanken ist mir, die kann ich mal sehen sein. Ich sehe zu nichts Brücke. Und ich will um eng von mir leben. Und ich fuhr nach Bolivien. Ich frage Gott, wo wärst du? Und Gott sagt, jo, komm.
Ich trage an. Und eine von den ersten Sachen wird wieder wie ein Campamento anfangen. Ich ran, gebe nicht ab, dort Leute haben Stempel gehiert. Wir mögen ein Campamento, laut Jugendliche an, schreiben Leute und haben eine wunderbare Zeit. Bloß, wir werden nicht sehr organisiert. Dort wir alle so am Anfang, ich kann durch kein Mensch, ich bin verantwortlich für Games, ich bin verantwortlich für den Redner, für den Kirch, für all, wo alle Jugendlichen schluppen wurden. Ich bin für Messer alles verantwortlich. Und ich ging auf den Campamento, auf den Camp, so wird ungefähr jede Nacht Klock 5 schluppen, danach ein Stund Klock 6 ab. So ich stund, schlägt mal eine Stunde. Waren dort. Und aus der Idee auf zu eng wieder, ich bin plot im Bad krank. So krank, als ich niemals eier war sie. Und Gott braucht ein Jirtungen um mich, ein Trachmerker. Er verstand viel vom Körper und er schickt mich an und er sagt, ich will dich helfen. Aber wir waren für die Beten. Und er fängt mich an, mit Medizin zu helfen, aber viel mehr als dort, er betet für mich. Und ein von dieser Dinge, dann klappert er mich ab die Knie. Und sage ich, Jung, die fehlt mir früh. Ich dachte, Jung, dort weit weg. Aber dort schafft man bei mir nicht. Er hat dort versucht. Die Menschen haben gesagt, dort ist eine Entscheidung. Und dort geht nicht. Ich bin überstellt. Und er betet für mich. Und da Idee, irgendwann, ja, dann kommt ein Gedanke bei mir vorbei. Und das Moment frage ich mich auch, hey, hast du am Camp nicht eine Mal eine Schmackmehl was? Und du wirst so befestigt Schmackmehl. Aber ich sehe, China ist für mich was. Na, ich weiß, vielleicht brauchst du eine Untersaat mehr, ich weiß nicht, aber irgendwo muss du doch eine Mehl sein. Kannst du nicht eine Wort für die, als erst, was du als Kanadäs? No, sag ich, du hast China. Aber dann ab einmal, jedes Mal, was ich dort sage, dann kommt Heidi und meine Gedanken an. Das ist ja Heidi. Das ist ja Heidi. Weißt du, was ein Pajasso ist? Clown? Ein Ölespiel? Und ich sage zu Gott, diese Pajasa niemals. Hey Pajasa, komm mal her. Kann ich hier was nennen? Ich sehe eine bunte Pre-Jeffrey. So, Heidi Glassner sagt, Heidi ist eine sehr bunte Predigerfrau. Sei gleich Sache sehr bunt. In Wirklichkeit ist sie nicht sehr eigentlich angetragen. Als ich der Kerne lied, dann hatte jede Allstars an, in die reine Bäckse, ein bunte T-Shirt. Und danach rein alle Huren abgetannt. So eine Karte hast du heute. Und ich sagte, die Pajasa niemals. Ich will mich nicht mit der befreien. Plus, was passiert wie, Jahre eier, als ich der andere Mehl will, was ich dort sehe, dann brachte ich mal eine Gruppe mehr als nur meine Eltern ein Haus. Ich wollte nicht eine mehr allein bringen. So, wir kommen von einer Schule, wo wir ein paar Stunden aufwohnen, kommen wir alle in ein Haus. Und ab Wort von meinen Freunden, die dachte, ich will auch. Die wissen, wo ich wohne, ich will. Und meine Onkel und Tante gingen und meine Eltern sagten, das Jün Edward, der soll sich nicht mit Jana befrieren, der soll sich mit der bunte Mehl befrieren, der Karteuer. Mein Schwäger kam zu mir und sagte, er kann dort sein, dort ist alles vor. Ich muss bloß noch Chance haben, dann ist es reit. Mein Schullehrer, mein engster Schullehrer, war mein Freund. Ich habe nur mir und der sagt, ich verbeide die mit Jana mir alle zu befreien. Aber mit Heidi mal zu die befreien. Und der sagt, rein alle dort selbst. Und ich sehe, mit dir Pajasa nicht. Aber irgendwann, naja, dann fängt Gott an mein Hort an zu arbeiten. Vielleicht doch. Würde ich mich noch verleiben können, aber ich dachte, wo wird mein Haus ausladen? Eine gelbe Wand, eine pinke Wand, eine rote Wand, dort schafft nicht. Ich will durchdrehen. Und als ich dort spaziere, ich mit Gott Hand trage, ich habe Angst. Ich grüll mich, ich lache, aber ich heil. Ich wohne in Santa Cruz, dort ist eine große Stadt, 2 Millionen Menschen, und 60 Kilometer auf Pylon, dort wo viele von meiner Arbeit wir. Und ich fuhr ein paar Mal den Weg, diese Streik ab und durch, allein in der Chor, und dort ging mir Schein. Ich lege Musik, ich möge der Lüde an, dort sah ich rot, weil ich hier danse. Ich lege Musik, ich möge dort Lüde an, und ich lobe Gott, und ich fruch Gott, und ich schreie nur Gott.
Ek sê, God, wanneer die jef, en wanneer die huile kos, en wanneer die vriemelke kos, ek weet, ek has ons dit nog niemals te doen, en ek weet nie mal, ons dit raag is ons dit te doen. Maar ek wil die eine saag vreel, God, weet so nie, meine vriend, als ek 12, 13, 14 jaar oud weer, wou ze zich verluifde als een teenager, aber zo sy dan weer, en ek so, dat ze, was es dit ram ging und ich wüsste und hu und das alles so schein und die wollen bloß küssen. Huh. Weißt du nicht gerade, was das wir? Wenn du die Jeff und du wirst haben, dass ich mit Heidi soll kommen, dann wirst du dort selbst in mir tun. Kriegst du. Ich will mich nicht verstehen zu benehmen. Ich will ein Bitte jeweilig von der Mensch geben. Ich will einfach verläuft sein. Wenn du die Jeff. Und auf einmal fängt er an und hier an. Aber ich sah, ich dachte, na Gott, ja, für die wörtlich. Und ich dachte, na Gott, du bist spöri. Aber nichts passiert. Irgendwann schrieb ich, und ich fragte, na Heidi, wo ist das Wara, du in Brasil? Sie ist von Brasil. Und sie hat bloß gedacht, wo, das Wara, wenn jung fragt um Wara. Und wir schreiben ein paar Minuten über ein Wara und dann wieder über andere Sachen. Und dann sagt sie, hey, komm zu mein Geburtstag. Ich war 30 Jahre alt geworden. So wie wir auch nicht mehr junge Kickel. Ich war 30 Jahre alt geworden und komm du han. Und ich sagte, ich war kommen. So glaub mir doch nicht, weil ich sagte, ich war da sein. Und ich packe meine Sachen topen für du han. Und als ich du ankomme, dort wir sperrt sich alles sehr spussig. Ich glaube, mein Schwiegervater, der Wissakel rein alles, der checkt mich so fahre ich an. Meine Schwiegermutter auch, und wir fuhren nach Steak essen, und ich, das Steak, das ganz verdammt betont geworden, wenn es ich auch nicht, ich kann nicht essen. Nächstens morgens, immer haben sie dann wieder ein Podio, wo wir dann top werden, und dann hat sie dort Geburtstag. Und sie wird so drauf, sie hat nicht mal Zeit für mich. Und ich dachte, ich komme hier verleiben, und der hat nicht Zeit für mich. Und ich wollte, wenn wir dann allein top sein, und sie wird immer alle wenn wo Menschen werden. Und ich dachte, wenn er kommt mal allein. Und dann irgendwann sagt, weißt du, Heidi, ich muss von dir mit dir reden. So, wir sind Sinn da, wir kommen von den zweiten Hüß. Ich muss von dir mit dir reden. Und dann sagst du, nur mehr, ich muss da, dann gehen oben da, dann zu oben, zwar wie nach Pizza essen mit der Familie. Und dann hat sie eine Rede, und ich dachte, ich will noch mit dir reden. Das, wo ich dann kann mit ihr reden, wir klagen 12 Uhr nach. Sonntag klagen 12 Uhr nach. Sie ging in ihre Stufe nennen, so hat sich ihr Badul, sieht nicht mal, dass ich kommen kann. Ich ging bloß hängen an, ich dachte, nie oder niemals. Und sie nahm ihr Laptop und hat bloß like direkt bei allen, wer für ein Happy Birthday geschickt hat in einem Tag. Und ich dachte, das soll hier romantisch werden. Not das nicht. Wenn ich aber einmal sehe, wach mal, leider den Computer mal zu sehen. Ich mache die was sagen, dann bin ich 5 Minuten still. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und mein Hort hat puffert und ich weiß nicht hier, was Gott, was man nicht tun. Das ist auch, wie wir uns nicht bald befreien, aber das Fremdsteig ist nicht zu eng. Und habe einmal ein paar Minuten, dann sage ich, weißt du, Heidi, ich kriege die, ich sie verläufen die und ich will mich mit die befreien. Und dann kriege ich mich in den Tag. Seid auch bloß, das ist ein Jung. Kein Macho, der weicht sich rennisch, er glaubt, er war fair. Und wir fangen an zu vertalen, eine von den ersten Sachen, was sie sehen. Und Junges hat gesagt, dann weiter, wenn die Mail dann sagt, dann weiter bloß nicht andere zu sagen. Als ich er das gesagt habe, dann sagst du, dann wollen wir doch mal beten. Der uns betet, der rennisch in dem Moment. Aber wie betet hab. Ja, wie der oder wirklich halt noch durch. Aber sie sehen mir zwei Sachen, die mir große Hoffnung geben. Sie sehen, ich war ein Mann, aber ich habe mir den immer gewünscht, dass ich reine Uhr hat und dass ich einen Schmack im Bord habe. Und ich glaube, mein Bord ist ziemlich schmack. So, ich habe zwei Punkte bei euch getrennt. Ich weiß, das Wort fährt aber ich gewonnen. Ich fuhr in ein Haus, wie mit meinem besten Freund hab. Und ich wir so sei es mir, dass ich gesagt habe, ich wir vertwiebelt. Ich dachte, das ganze Park wird nicht schaffen. Und ich sagte, aber Jung, du wirst ja doch so mutig, wo bist du denn so anmutig? Und ich weiß nicht, dass ich mit einem Kuss gekommen bin, das hast nicht geschaffen. Ich weiß nicht, wo macht das? Ich habe noch niemals sind gedohnen. Ich fuhr trägen, was ich dann betüßt wir,
dann in Bolivien war, trägt ohne Kumasi, dann fangen wir langsam unterschrieben, Meier. Irgendwann er geht für den WhatsApp und dort wart irgendwann er jeder Tag, dort wir schrieben da. Dann sagst du zu mir, da hat er das erste Verhalten, und mir alles ist ein Tipp für Jünt. Sieht noch ein bisschen schwer für Jünt, Jungs. Merkt dort nicht zu einfach alles. Sagst du, wenn du mir wirklich was, dann musst du hierher kommen. Meine Frau und mein Vater auch Frau. Jungs, dachte ich, ich bin Missionar, hat kein Geld, nun soll ich nach Wara, diese 2000 Kilometer sein, irgendwo bei da zu kommen. Jet-Tickets wieder so dir, allein mit der Kurse wie vorher, ich weiß nicht, was ich da tun soll, ich habe wirklich nicht genug Geld. Und meine Schwiegereltern betulten noch den Ticket. So, ich glaube, die hat auch Joi gesagt. Und als ich dann heimkomme, dann wir wir dann taub, den ersten Abend, dann nächstens morgens, dann habe ich meine zukünftige Schwiegereltern dann taub. Und flot hat erst mal ein paar Minuten, dann sage ich, weißt du, ich habe mich in jene Tochter verläuft. Und ich will mich mit ihr befreien und ihr nach Bolivien mitnehmen. Und meine Schwiegermama, die, wenn ich nach Bolivien, so weit auf, du sagst, wie noch niemals hier warst, fangst so an zu heilen. Und mein Schwiegervater checkt mich an, hat ein bisschen grauter Bock, kost der Hahn, sag ich da. Ich dachte, wie der letzte Zug für seine Tochter. Das wäre doch. Und wie verläuft der uns? Nächsten Tag wie Jugendstunde. Ich rede über Jugendstunde. Ging schön. Und als wir von Jugendstunde nach Hause kommen, dann sehe ich, der Arbeitsheidi, der Mond scheint, bitte, so sei ja Schmack. Wo würde es sein, wenn wir hier in der Hammock saßen? Und wir fänden kalt. Und ich dachte, wenn wir beide dicke Jackets würde anhaben. Und du machst dir Topf und Trink und Candles anhaben. Und auch die holen sie eben dann. Wir gingen Candles holen. Wie hör ich als wie, da hör ich für jeder zu sagen, als wie von Jet nach Hause kommen, von Airport nach Hause kommen, dann irgendwann erschien er an sie hängen, das erste Mal taub, und ich dachte, diese Frühlaut hätte niemals mehr gewonnen. Aber Hans, nun seid wie du in der Hammock, und ganz dicht taub, und schockle du ein bisschen, vertale. Und so ich kam bloß mit interessanten Timers ab, so wo würde es sein, weil es wie sein Gebet ist, Jugendlehrer, schon sehr feine Färbel, dann noch weil wir blieben, ja. Wo würde es sein, wenn du ihn echt würde, wenn wir, wenn es wie wissen dann, ob wir uns befreien wollen? Da hat wir alle bereit. Wir haben sogar alle die Zeug bestellt. So, und du wie nach kein Kuss nicht passiert, wie wir uns klar, nein, nicht. Wo würde es sein, wenn wir nicht küssen würden, sag ich so einmal, bad wir uns befreit haben? Ich sage, für andere Partys wunderbar, für mich nicht. Ich war küsse. Und dann über, wie wir dann stahl, und sehe nicht mehr, und spazierte wieder. Und irgendwann er dann lehnte ich mich Eva und sei auch, und dann küsst wir uns das erste Mal. Reichlich. Ich dachte, wenn das Küsse ist, wer küsst auf dieser Welt? Wem Janka dort? Drich wieder küsst. Nach den anderen sind Müll von Zürich Birecke. Aber ich versuche nach der zweiten Mal. Und der zweite Mal, wie ein Wunder Gottes. Als ich euch geküsst habe, mich fuhr irgendwo durch meinen Körper, ich verstand mich selbst nicht. Dass wir es waren, Gott eine Switch gemerkt hat. Ich wirst du homosexuell gay, nun bist du heterosexuell. Und dort wir der Switch, dort wir bloß der Strom, der Schild und dann mit der ratzte Kraft, die er hat. Und in mir kommt weit was ab. Und ein von den ersten Tagen sagen wir, mit dit macht alle Jungs auf der Welt kämpfen, jene mir alles. So eine große Hat, was ich hat. Ich will Heidi, ich wir so gerießt, es sagt, ich habe meine Homosexualität, was wir kriegen, so eine gerieße Gedanke kommen, mir nur einmal nur diese Mehrlehrer. Ich weiß nicht, so gerießt wäre, bloß sind Verlangen nur eher sexual. Ich will dich. Und ich dachte, das mache ich mir sehr, so eine Sündgehaft, so ein Wunderbares, und ich will mehr und mehr. Auf einmal sage ich, Heidi, geh weg. Hey, das, wir sind Jugendlehrer, wie macht ab hier? Wie können nächstes das küssen? Dort schaff nicht. Wo macht wir das? Wie jinge schluppen? Wie beide in jinge schluppen? Dort schaff nicht. Nächsten Tag, ich dachte, nun, wo sich dort geregelt haben, so wo sich's, ich geküsst hat, ich sag, Heidi, wach mal, hier, das schafft nicht.
en ek weer nie 'n mens. Ek dank God. Ek weer vrou, ek kan nie sloop die nag uit vrede. Wenn ich weiß, Gott hat in mir wat neue plant, reine Sexualität. Gott hat gesagt, ich war die Heule. Ich würde war an ein paar Jahre weich, Gott sei Dank, dort wir können frei bleiben, dort wir nicht Sex oder Pferde haben, Gott sei Dank. Und wie speziell der Tiermonat. Gott mögt es möglich, dass wir uns ein paar Mal besiegen können. In Wirklichkeit wäre ein Monat zu viel. Ein Monat wäre gut genug. Ich kannte, ich weiß, wer sie wie, ich wie verläuft, dort wüsste ich auch, er hat mich dann befreien. Ich hätte können, sind das morgens mich befreien, wenn das mögliche war es wie. Nur diesem Kuss. So sehr wie ich mich. Nun hat Gott mich geheilt, wie befrieden uns. Und ich habe es wunderbar. Als ich 12 Jahre jung war, wie ich mal in der Kirche von wo sie kommen wird. Und du wie eine Schmacke Chas, wo wir als Familie te eingeladen werden, dort wir weit offen ans Haus, und ich dachte, wenn ich einen Tag mich kann in diese Kirche befreien, dort würde mein Traum sein, dort wieder so eine altmännische Kirche mit einer Haltflur, so eine große Fenster, ich dachte, wow, für eine Chas, das ist für ein Film. Und ich befreie mich in der Kirche. Ich dachte, ich will nicht irgendwo haben auf meine Chas, wenn es eigentlich eten möchte. Du kommst ein Team, wo dort einmal von dir ein Priester, von anderen Menschen, ihr merken, und sehen, wie war er dort in sonst für die da, wenn es wie sein Gott ist, in diesem Prozess, wo hier im Wort ist. Der wüsste nicht mal meine Geschichte, was sie sah Gott. Meine Schwiegereltern haben nicht so viel Geld, und ich dachte, ich will nicht bloß irgendwo zum Trinken haben, meine Kass. Und Gott, wie so wichtig, dort am so eine kleine Dinge wichtig wäre, ich will Juice immer haben, und ihr wäre Juice, ich dachte, dort würde Basis sein. Wort plant mein Schwiegervater an, ihr Bären. Und wir haben 500 Liter Juice. So oft wird ab an sich Chas ausgetrunken. Das wäre ein heuter Tag, das wäre ein wunderbarer Fass. Und ich hielt ab an sich Chas, wenn ich weiß, Gott hat ein Wunder getan. Wir fuhren noch an sich Luna de Miel, Honeymoon. Und wir haben eine wunderbare Zeit. Menschen sprühen ab an sich, die waren das erste Jahr euer Leben erst durch und unter, das jetzt schleich. Anziehen geht wunderbar. Sexleben wie wunderbar. Wie wollen den anderen kennenlernen? Und das ging so schön. Aber du wirst immer noch eine Sache geblieben. Du wirst eine Sache geblieben und das hat mir sehr weh. Ich hatte Angst. Fürchterliche Angst. Ich flotterte. Ich gewöhne mich nicht mal, weil früher ist dann ja immer so stets, nicht so? Ich gewöhne mich nicht so doll zu sagen, wenn es dann wurde, ob einmal Lotus war, ein Gehe wir. So Angst habe ich. Ich kann kein irgendwo gehen, dass das soll so lauten. Ich habe so Angst, dass mich nicht würde sein, dass ich nur Mann lauten. Dass irgendwer mich nicht schickt, würde auf einmal ausfangen. Und ich würde fatal auf die ganze Welt. Und dann war ich nicht frei, wie ich gerühlt mich für diese Geschichte. Kein Mensch würde mich mehr annehmen, ich würde nicht mehr predigen können, wenn irgendwer das jemals antwortet. Wenn ich einen Tag setze, ich konnte nicht nur aufhören in dem Moment. Ich saß auf meinem Eierbad. Und ich soll arbeiten. Und wie über bloß ein Facebook-Banner dann kriege. Und ich habe ein Leid über den. Und dann sage ich, ich sehe nicht mehr ein Sklo von Angst. Ich sehe ein Kind von Gott. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Kann jeder Leid. Ich sehe nicht mehr ein Sklo von Angst. Ich sehe ein Kind von Gott. Ich sehe nicht mehr ein Sklo von Angst. Ich sehe ein Kind von Gott. All at hope. Ich sehe nicht mehr ein Sklo von Angst. Ich sehe ein Kind von Gott. Ich sehe nicht mehr ein Sklo von Angst. Ich sehe ein Kind von Gott. Ich will ihn hängen sein. Ich sehe nicht mehr ein Sklo von Angst. Ich sehe ein Kind von Gott. Ich sehe nicht mehr ein Sklo von Angst. Ich sehe ein Kind von Gott. Halleluja! Und der Herr Jesus, ich habe Eva mein Leben.
wirst niemals heuer. All das, was Menschen beschrieben, die einmal dort sich auf einmal von Buben sahen, dort sie sind von ihr Pfeile hören, die kommen rein alle täglich bei mir an. Ich wies das Bütte mein Charpe, ich wiss nicht, was passiert. Ich hielt, ich sehe nicht in Hila, und ich hielt ohne mich selbst zu kontrollieren. Und der Herr Jesus, ich flottert. Und all diese feine Dinge, was wir aus Deutschland nicht gleichen, die passieren auf einmal, furz, da, allein in meiner Stube, ohne dass ich was will. Und der Herr Jesus sagt mir, du hast nicht mehr Angst. Du bist gewollt, du bist ein Kind von Gott. Ich habe dich angenommen, du bist frei und wahrhaftig frei. Und dann sagt er zu mir, geh und vertell diese Geschichte. Nur die ganze Welt. Ich konnte den Nummer rüttranen und vertalen, alle Menschen abholen. Wobei ich das nicht. Ich ging nur meine Freundin, nur meine Frau, und früh, was soll ich tun? Und wir fangen an zu beten für ein paar Monate. Und Gott lehrt dort immer so wieder, ich soll das tun. So dass wir nicht bloß ein Tietje fehlen, Gott lehrt das so. Ich konnte mit meinen engsten Freunden beten, was ich vertale, was mit mir top schaffen, so unterstelle mich alle. Nächste direkt mit meinen ganzen 8 Geschwister. Und wie hielt der Taub? Und so in der Stadt mir auch. Meine Eltern sagen, wer wird verweich, Eduard, du kostet. Wer wird diese Botschaft bringen in der Welt? Und dann hat wir ein Jugendkampamento. Und ich vertelle, ich sehe, ich will das Zeugnis hier mitteilen. Und dort wir ein Kampamento, was sich nennt, Free. Und ich vertelle mein Zeugnis, kriegt das ihr Schicht. Und dann, wie geplant, hängen wir zu einer Botschaft kommen. Und bei der Botschaft kommt, dann hielt wir rein alle Taupe, die 200 Jugend, was wir da wären. Wir hielt alle Taupe, Gott sind, der Herr Jesus in die Jähn, was wir tun. Und der Pastor kommt noch her, und der hielt auch bloß, und er sagt, ich will nicht sein. Aber wenn der Herr Jesus die Jähn auch hat, dann ran in die Fähre. 90% von all den Jugendlichen ran in die Fähre, wie am Arm, der uns wie beten. Und bei von der ersten Tag, Pummel das Jahr, darf ich immer wieder Jugendliche und sage, den Tag, den Abend, war ich frei und ich sie frei geblieben, bett von dir. Und das wird Gott von dir und dir tun will. Er will die wahrhaftig frei machen. Galater 4, Vers 1 sagt, dass wir sind nun wahrhaftig frei geworden. Dann blieb nun die Freiheit, wo Christus uns verhalten hat. Und lasst euch nicht ins Glauben Jesu ableihen. Und ich sage in Galater 4, Vers 16, ich sage, wandelt im Jesus, dann wollt ihr dort nicht tunen, wo ihr in Fleisch gelassen seid. So, ich höre nun mit den Herrn Jesus, was bitte ihr weinlicht. Und mein Fleisch wird mir nicht mehr wichtig, wenn ich wandelt im Jesus. Weil das Fleisch verlangt ihr dort, wo der Jesus nicht will, und der Jesus will dort, wo das Fleisch nicht will. Der Bett sind sich immer jen ewig, und die tunen dort, der je nicht tunen, wo sie tunen möchten. So du wie immer das Kampf in mir bannen. Ah ja, nun höre ich den Herrn Jesus, lass ihn werden. Und wenn du von dir auch kämpfen lässt, lass den Herrn Jesus einmal werden. Lass den Herrn Jesus so lange einmal werden, dass Gott das Wunder hat, dass er dich ganz frei machen hat. Jeff nicht ab. Römer 8, Vers 13 sage ich, dort, wenn wir so leben, als das Fleisch gefällt, dann mag wir sterben. Und ich habe eine harte Botschaft von dir auch für dich. Lebst du noch, als dein Fleisch dort gefällt, dann ist es tot, über die Sprüche. Tot. Dann ist es Hall, über die Sprüche. Das ist eine harte Botschaft. Lebst du noch, als das Fleisch gefällt. Das drückt nicht Homosexualität sein. Kickst du nach Pornografie auf den Tod? Ist dir das Geld nach Bitte eigentlich wichtig? Eies, wo rein ist dein Bad? Wo sind deine Gedanken, deine Ängste, Gedanken? Ich fahre dir rüt. Jugend, wo ich spazieren? Wo sind die Partys, wo du handfahren das? Wo rein sind die Partys, wo du handfahren das? Trau dich von dir. Wo rein ist dort? Wo ist dein Stolz? Wo wichtig ist sie denn? Bist du okay damit, dass andere Menschen deine Fehler anwarten? Bist du dein Hort reit von dir aufzumerken? Bei Römer 8, Vers 13, hier nicht du ab, dort wie den Tod ihr Sprüche hat, sage ich. Aber wenn jeder den Jesus, dort sind wir in den Tod merken, wo ihr leben.
Wenn du durch die Kraft vom Heiligen Jesus von dir sagst, ich lade das Sündige in mein Dort merken, all das Beise, dann wirst du leben, dann hast du Leben, ein ewiges Leben über die Sprache. Ein Vers, wo ich in meinen Jugendjahren mehr jeden Tag gelesen habe, ist Römer 8, Vers 37. In all diese Troubles, wo wir immer gewähnt sind, durch wem? Durch Jesus Christus. Durch den, der uns Gott ist. Und ich kann mir den Vers unterstreichen, ich unterstreiche den Wahrheit mit einem anderen Klier, wenn ich weiß, ich kann gewähnt sein. Und in diesen schwansten, dunkelsten Momenten früh ich in Parahat Gott, ich will frei sein. Und er sieht immer wahr. Gott, wir sind meine Wähne durch Jesus Christus. Meine Geschichte hier nicht du ab. Ich kann nur alle Menschen vertellt, dass ich frei bin. Ich flotte den ersten Ofen, dass ich dort da lasse von dir. Das ist ein von den Ratsen schon, was du in der Dietsche Dönung kannst, von so, was du dort redest. Und ich tue das. Frei. Nur wie nicht meine Beruf hat, sondern Gott hilft mir ab. Und er sagt, geh und sei. Oder wir eine andere Sache. Wie wir in ein paar Jahren befreit. Und wie wir auch nicht mehr jung. Und wie wollen wir klingen. So sei er hier, weil wir klingen. Wir haben eine kleine Gruppe, wo wir uns jeden Donnerstag mit treffen werden. Jeden Donnerstag früh wir in der Gruppe Wort für Wort, weil wir beten. Und ich kann heute jeden Donnerstag. Wir wollen Kind. Wir wollen Kind. Und ich sage zu Gott, ich will ein Jung. Ich freue dich nun Jung. Ich freue dich, dass ich ein Jung dort lernen kann, morgen zu sein. Nicht, dass meine Papa dort nicht getan hat. War irgendwo der Sohn hat, ich habe den Sohn Lotte Kraft von mir anleihen. Und ich sage, das soll nicht bei der nächsten Generation so sein. Vor dem Himmel sage ich, bitte jaff mein Jung. Und wir haben gebetet und gefasst. Dann war ich am Doktor vor. Und dann kriege ich über den Stoff Heidi erfuhr. So wie vorher nicht am Doktor. Und dann war ich so traurig. Und dann wach wir lang, wie dachte, das halt nicht nur am Doktor vor. Und das hielt für Jink. Dann sehen wir in der Hand nächstes Jahr, im Januar, vor einem Doktor. Und am 28. Dezember. Weil teile ich mich ab. Mit einem kleinen Schmuckzug über uns im Bathroom. Ab dem Sinken abgeleicht. Der Test besiegt. Positiv. Wir kommen mit unserer kleinen Gruppe taub. Du wolltest gesagt, einer soll 3 Feiermonate warten, wird dort rückgeben. Aber wir können nicht. Der goldene Urrecht muss rüht. Rein alle Menschen von, wie wir sind. Wir erwarten Kind. Und hier von dir auch ist ein schmucker Jung hier. Ein Wunder Gottes. Ein herrliches Wunder Gottes. Was er uns hier tun hat. Wenn du Sehen frei merkt, dann bist du wahrhaftig frei. Meine ehrenstliche Frau von dir ist von dir. Bist du frei. Bist du frei von Drugs. Bist du frei von Zigaretten. Bist du frei von Vapes. Bild dich nicht an, dort wird Gott das, wenn dort es nicht. Bild dich dort nicht an. Dort ist den Sohn und seine Arbeit, die dort anzubellen. Bist du frei? Jugend, wo sind deine Partys? Wenn man nur Fleisch lebt, dort ist nicht, dort ist nicht Gott, die ist leibjünd. Aber dann sei ich für ein Halb bestimmt. Wie soll ein helles Leben führen? Lebst du dort? Freu dich von dir abzustunden. Wo ist die Selbstbefriedigung? Wo ist die Pornografie? Bist du die nicht früh antrü? Den Mann antrü? Was sind deine Gedanken beim Sex? Sind die trü? Armation andere Menschen denken. Wo Jeris als deine Berner steht. Es gilt das Einzige. Und wenn du zum Paar von dieser Frau Jo seist, dann freue ich dich von dir auch noch Fähre zu kommen. Wir waren hier eine Worship-Tit haben, eine Anbetungstit. Und ich freue dich wirklich, schäm dich nicht. Und ich sage im Namen Jesus Christus, mit allen Schämen nie von hier weggehen.
dort macht von hier weg. Die Kraft, die nicht vorspringen will, die hat keine Kraft von dir, um nur Jesus Christus, wenn er alles frei macht. Amen. Wir wollen die Frau noch fertig zu kommen, wenn du was von dir ein Gebet hast. Nur Jana wird er dir. In du Nähe wird ein Gebetsteam kommen und er ran auf Fähre. Ran auf deine Haupt. Er will dich von dir auch helfen. Er will dich von dir auch am Arme hier. Du bist ein Team von Bolivien und Exiles, wo du auch beten. Du kannst uns deine Not sein. Und Gott will von dir auch und deinen Wunder tun. Und dort sind nicht, wo lang deine Eier ist. Und wo schmack deine Reputation ist. Lass uns nicht legen von dir, wenn der Herr Jesus Mund die. Die, die am Livestream sind, krieg hier, macht euch Gespräche. Herr Jesus, Freiheit. Alle Tiere sind gesprungen im Namen Jesus Christus. Und du hast wahrhaftige Freiheit über die und über dein Leben. Kommt, wir wollen mit dir beten. Wir wollen dir eine Umarmung geben und sagen, dass Gott die Gott ist. Amen.